Hallo miteinander, herzlich willkommen auf meinem Kanal Green Hornet 12. Heute in diesem Video tue ich etwas ausprobieren, was ich im YouTube gesehen habe, und zwar den Sentry-Modus auf dem iPhone empfangen, also die Bilder, die der Tesla macht. Ich habe hier ein paar Sachen bestellt und ich zeige euch jetzt dann die Sachen geht. Ich freue mich natürlich noch, wenn ihr da schon mal ein Like da lasst und ein Abo. Da unterstützt ihr mich gut. Jetzt legen wir mal los. So einen USB 3 Kameraadapter gekauft. Der ist jetzt für das iPhone, weil ich ein iPhone habe. Ich habe ein Video gesehen. Ich zeige euch den Susanne oder den Kanal, wo ich die Information her habe, dass das möglich ist. Ich habe es jetzt nochmal parat gemacht, also so wie es sein sollte. Das ist hier der USB-Stick vom Tesla, vom Sentry-Modus, respektive vom Wächter-Modus. Und den Adapter, den muss man einfach mit Strom verbinden. Den habe ich mir jetzt hier hineingeholt vom USB-C-Anschluss. Man kann auch eine Powerbank nehmen, habe ich gehört vom YouTuber 163 Grad. Ich werde neu den neu einblenden, ich werde neu noch hier oben verlinken. Weil ich habe mir überlegt, dann kann man noch ein bisschen tollere Videos drüllen, noch ein bisschen Aussenaufnahmen und so. Man muss nicht überall irgendwie eine Kamera montieren oder da so eine Stange. Ich werde euch hier auf Bildschirmaufnahmen schalten. Ich tue es jetzt mal anstecken und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Entschuldigung, die Kameraposition, aber es geht nicht anders so. Jetzt ist es verbunden, jetzt wird es sogar geladen, okay. Jetzt müsste das im Dateispeicher sein. Schauen wir da mal. Ich tue dann das, ich schaue dann sonst nochmal. Shortcuts. Ich werde das noch schnell schauen, ob ich es abrufen kann. So, und jetzt sind wir hier in den Dateien vom iPhone. Da haben wir hier Tesla Drive, Tesla Cam, Recent Clips und Saved Clips. Saved Clips sind die gesicherten. Da habe ich eine Aufnahme auf jeden Fall gesichert. Die vom 8.10. Da hat es auch so. Da kann man es jetzt einzeln schauen, zum Beispiel, weil jetzt das Auto von außen sieht. Das ist sogar aktuell, also so wie ich aktuell gerade stand. Jetzt gibt es natürlich auch noch eine App, die ich mir hier gekauft habe. Das ist Sentry Eyes und der Dawn. Next. Evo List Playing, okay. Jetzt schauen wir mal, ob das so funktioniert. Thank you, Dawn. So, jetzt funktioniert es. Tesla Drive, Tesla Cam, Saved Clips. Dann gehen wir hier auf den 18. Ach, das Datum ist immer falsch. Jetzt geht es irgendwie gerade nicht auf, aber ich schaue das gerade noch schnell an. Ich kann es jetzt euch zeigen, warum es nicht gegangen ist. Wir müssen ja zuerst hier oben Tesla Cam auswählen. Dann geht man da, weil ich habe ja da immer da unten gedrückt, also vorher Recent und Saved Clip habe ich gedrückt und dann kommt eine Fehlermeldung. Ihr müsst Tesla Cam drücken. Erst den kann man auswählen. Jetzt komisch, wie es geht nicht. Ich probiere es nochmal schnell. Tesla Cam. Saved Clips oder nur Saved Clips darf man auswählen. Ich muss nochmal schnell. Vorher ist es gegangen. Tesla Cam muss man nehmen. Jetzt geht es. Manchmal hat es wirklich. Ich wollte vorher auch drücken, aber es ist irgendwie nicht gegangen. So, Saved Clips, gehen wir da drauf. Jetzt geht es gerade einen Moment.
Das ist eigentlich komisch. Vorher ist es so gut gegangen. Jetzt. Endlich. Ich weiss nicht, was das manchmal los ist, aber jetzt fangen wir hier an. 3 pm. Schauen wir da mal an. Schauen wir da mal an, was hier der Tesla sieht. Kann man da schauen. Die Geräusche hat so keinen, also Ton. Sieht man hier alles, dann kann man die auch anklicken, so zum Beispiel. Und wieder zurück. Man kann Fotos machen, man kann auch spulen, hier, wenn ich durch den Wald fahre zum Beispiel. Ist wirklich eigentlich noch eine sehr gute Qualität und ich werde euch dann sonst noch ein paar Bilder einspielen, also in Video speichern, wenn das geht. Obwohl, so habt ihr es eigentlich auch auf dem Telefon, das ist auch schon mal nicht schlecht. Jetzt gibt es noch ein Spezial, aus dem Grund bleibt noch dran. Ich habe mir noch etwas Tolles bestellt, das ich mit euch noch schnell gemeinsam auspacke. Jetzt gehe ich hier wieder raus, Exit, dann bin ich hier draußen. Das funktioniert jetzt, da muss man halt einfach ein bisschen herausfinden, aber das funktioniert sonst schon. Das hoffentlich mal ich habe es euch jetzt einfach mal einfach erklärt da, dem YouTuber 163 Grad Oliver Krüger, der kann es euch noch besser erklären, er hat da auch ein Video im Kanal. Ja, jetzt machen wir hier noch ein Special, das ich vorher gesagt habe. Ich habe da noch etwas Tolles bestellt, das machen wir jetzt gerade mal auf. Ich glaube, da kann man sogar einfach aufreißen, so wie es aussieht. Nehmen wir hier noch schon einmal Weihnachten. Die Verpackung. Ja. Seht ihr hier, was ich mir hier noch gekauft habe? Porsche Taycan Turbo S in Weiss habe ich mir gekauft. Ich finde den mega, ich finde den sehr toll. Ja, ich freue mich noch, wenn ihr noch ein Plus macht. Habt einen schönen, danke euch fürs Zuschauen.